Hallo und herzlich willkommen. Wieder The Hunter Primal am Start. In der letzten Folge waren wir ja hier oben an dieser coolen Basis. Ausgelockt und jetzt spawnen wir hier am Fuße dieses Hanges hier. Ja, mal schauen. Also erstmal die Waffen checken kurz. Mal laden. Oh, jetzt hat er nur einen Schuss. Halt, da haben wir den Bogen. Und was haben wir hier? Die Machete. Was habe ich denn sonst noch? Ich habe noch einen Revolver. Das Scharfschützengewehr. Die doppelläufige Flinte. Ja, ich habe den nützlichen Tipp bekommen, den Krusch, den ich nicht brauche, abzulegen. Das werde ich dann auch machen. Ich versuche ja die Tipps auch umzusetzen weitestgehend. Jetzt muss ich gerade mal auf mein Handmade schauen. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Sollen wir mal da so halb links nach oben latschen? Man ist immer versucht zu sagen, oben ist Norden. Aber wir sind hier doch auf einem anderen Planeten. Gibt es da überhaupt einen Norden? Ich weiß es nicht. Wenn wir könnten jetzt wieder da hochgehen, aber ich glaube, hier kommen wir nicht hoch. Und nochmal in die Kisten gucken. Jetzt müssen wir ausprobieren. Spaß halber. Aber ich glaube, von der Seite geht es nicht nach oben. Wie ist denn das? Wo kommt man denn normalerweise her? Da drüben, glaube ich. Und da geht man hier hoch. Ich bin ja hier irgendwo schon mal abgestürzt. Ah, nee. Komm, diese Richtung. Feierabend. Und da werden wir, denke ich, mal schon irgendwo rauskommen, wo wir wieder ein schönes Lager haben. Da hinten irgendwo diese Richtung, einfach hier geradeaus, ist ja Bushhawk Meadows. Das ist wieder so ein Lager mit so einer Krone, da können wir guten Stuff finden. Wie sind das eigentlich? Sind hier noch die Kameraden hier in der Luft? Hören tue ich sie mal nicht. Sieht irgendwie schon klasse aus. Schau mal her. Hier zieht so ein bisschen Nebel durch. Hier schaut es gut aus. Also das haben sie, hier haben sie es ganz gut gelöst. Manchmal hier im Gebirge, da ist es ja so, dass das manchmal so eine recht scharfe Kante gibt. Aber hier schaut es wirklich klasse aus. Gefällt mir. Ja, und dann schauen wir mal. Was wir so finden. Mal diese Richtung an. Oh. Velociraptor. Ziehend, weiblich. Jawohl.
diese Waffe hier recht erfolgreich. Ich habe einen Heiltrank. Einen Heiltrank. Betonung liegt auf einen. Trank ist es ja weniger, es ist ja eher ein Spray. Velociraptor. Ja. Okay, jetzt habe ich ihn nicht mehr auf der Karte. Nur im Ohr. Na? Wo seid ihr? Regnet es jetzt? Es regnet ganz leicht. Müsst ihr eigentlich einen Regenbogen geben? Die Sonne scheint und regnet. Ja, aber nicht so viel nach dem Regenbogen gucken, eher hier. Was höre ich? Ach so, ich denke mir, das ist eine Kiste. Dabei ist das bloß irgendein exotisches Viech, was hier mal so klackert. Kommt. Wo? Hallo? Die verstecken sich wieder hier irgendwo im Unterholz. Ah, da. Danke. Noch einer. Noch mehr. Wo? Ah! Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Badel. Wo ist der nächste? Da war doch noch einer gerade. Da. Ja. Uff. Danke, dass du so lange gewartet hast. Wo ist er? Hallo? Sehr gut. Die werden wir alle mal mitnehmen. 46 XP. Wir brauchen was Größeres. Da gibt es noch für so einen ganzen Kapitalburschen. Gibt es da noch eine Errungenschaft? Hier war doch, wollte gerade sagen, hier war doch noch einer. Erfahrungspunkte. 15,7 Kilo. Ich weiß nicht genau, wie schwer der sein muss. Ich höre hier noch einen. Hallo? Come on, zeig dich. In einer solcher Herde, da muss doch immer so ein riesen Anführerweibchen, ich glaube, muss ein Weibchen sein, ich bin mir nicht ganz sicher.
Oder muss das Teil überhaupt nur so viel Gewicht auf die Waage bringen? Ist das hier? Die Kacke von einem Velociraptor. Das Mini-Häufchen hier, das mich ja kaum sieht. Unglaublich. Also Hasenpoppel hierher gekackt. So ein Mäuseschädel, wenn da drin wäre, das wäre auch nicht schlecht, weil hier springen ja auch ein paar Mäuse rum. Der T-Rex hat ja Menschenschädel im Po. Kann ich dich jetzt hier nicht rauslocken? Hoppala. Da. Oh. Jetzt hätte ich fast so lange Luftlöcher geschlagen, bis 14,2, der ist auch zu klein. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo ich hin bin, wo ich hin wollte. Aber ich denke, die Richtung ist nicht ganz verkehrt. Habe ich, glaube ich, schon wieder zu leise gequatscht. Da wollte ich mich da auch noch deutlich bessern. Jetzt machen wir gerade nochmal die Karte auf. Ist es hier irgendwo? Ist das eher hier drüben? Weil irgendwo muss doch hier noch so eine andere Basis sein. Nichts Weltbewegendes, aber nachdem ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Kisten weniger sind wie früher. Also so ganz am Anfang hier in der Early Access Phase, da habe ich immer das Gefühl gehabt, die Kisten sind etwas mehr und man konnte immer auf seinem Settlermate quasi schon bald von Kiste zu Kiste navigieren. Aber das hat sich irgendwie verändert, glaube ich. Muss irgendwo die Richtung sein. Ich hoffe, das erscheint jetzt bald mal hier auf meinem Display, dass ich wieder weiß, wohin. Landschaft ist schon cool. Ja. Bis auf das, dass in der Entfernung manchmal, dass man da manchmal die Kachelung sieht von den Texturen. So, hier in der Nähe sieht man das nicht. Sieht man nur, wenn man von weiter weg auf so eine Fläche schaut. Aber ansonsten gefällt mir das hier wirklich gut. Das muss ich immer mal wieder sagen. Es ist halt einfach so. Dass man nicht springen kann, finde ich ein wenig seltsam. Wäre doch schön, wenn man hier wenigstens ab und an mal auf so einen Stein hoch könnte. Aber da läuft man einfach dagegen und Feierabend. Gut. So ist es halt dann wohl. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr in die Richtung latschen. Ich bin etwas vom Weg ab.
Jetzt haben wir doch wieder ein Ziel. Ein doppeltes. Das heißt War Chief's Mount oder irgendwie so. Da wollen wir jetzt hinkommen. Updates gab es in der Zwischenzeit keine nennenswerten oder eigentlich gar keine mehr in der letzten Zeit. Wobei ich denke, dass die Jungs und Mädels hier schon noch einiges machen werden. Also wenn das so ist wie bei The Hunter, ich besitze The Hunter zwar nicht, aber ich kenne jemand, der das hat, und da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, und also die verbessern, also The Hunter wird ja permanent verbessert, und nachdem das ja aus demselben Hause ist, denke ich mal, wird hier schon auch noch das eine oder andere immer mal wieder kommen. Das nicht einfach so stirbt, oder was heißt stirbt, sondern wäre schon cool, wenn da ab und an mal was käme, weil das natürlich auch die Leute im Spiel hält. Ja, das ist mal richtig erfolgreich. 12 Pfeile für den Bogen, den wir nicht besitzen. Wie wäre es denn mal mit den anderen Pfeilen, Jungs? Wenn schon Pfeile, dann bitte die anderen. Die nächste Kiste, aber das ist irgendwie hier doch nicht. Oh, ist ja wurscht, ich nehme einfach mal, was ich tragen kann, mit. Auch den Tipp bekommen, das nicht zurück in die Kisten zu legen, weil die Kisten ja wieder neu spawnen, und dann, wenn ich was da reinlege, dann ist es verschwunden. Das ist doch jetzt hier nicht so eine Basis, da müsste ja eigentlich das Ausrufezeichen aufgetaucht sein. Dem ist aber nicht so. Folgedessen war das jedenfalls nicht diese Basis, die ich eigentlich aufsuchen wollte oder gedacht habe, da komme ich dran vorbei. Ich gehe jetzt mal in die Richtung. Dann nach Bushhawks Meadows zu kommen. Aber jedenfalls haben wir schon mal ein paar Velociraptoren uns geschnappt. Gut, bislang jetzt hier noch nicht sehr actionreich. Oh, ein Flieger. Petri. Der hier im Wald? Oder bleibt er draußen? Bin ich mir nicht sicher. Wie gesagt, er fliegt, die Kameraden fliegen ja auch durch Bäume. Die haben mich jedenfalls mal schon mal vom Boden durchgepflückt, durch einen Baum. Oder halt, der kam durch einen Baum durch, hat mich dann geschnappt. Dieses Gebiet hier wäre auf jeden Fall noch etwas Velociraptoren geeignet hier. Dieses niedrige Graszeug hier. Da würde ich sagen, ich lasse mal diesen Blick hier einfach.
Oder? Sagen wir mal so ein bisschen so in die Bäume. Nehmt es vielleicht als Thumbnail. Mal gucken. Und verabschiede mich einstweilen. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit am Start. Und da hoffe ich, dass wir nach Bushhawk Meadows kommen. Bis dahin, euer Eddie.